Hallo, mein Name ist Dr. Carsten Vorwieck. Ich bin Hausforscher am LVR Freilichtmuseum in Kommern. Und wir sind hier heute in der Milchbar aus Brühl. Und wir hatten beim letzten Mal schon über das Wandgemälde hinter der Theke gesprochen. Und heute sitze ich hier neben der Theke. Und zwar diese Theke ist 1955 von den Gründern der Milchbar in Köln erstanden worden, von der Firma Haider und Caracciola, und ist seitdem auch nicht verändert worden, außer im Aussehen, im äußeren Anstrich. Alle die, die in Brühl in dieser Milchbar waren in den letzten Jahren, werden sich erinnern, dass die Theke in Rot gestrichen war. Und dieses Rot sieht man auch noch hier an zwei dieser tropfenförmigen Ornamente, die wir im original letzten Zustand so belassen haben. Ursprünglich aber war die Theke in einem hellblau gehalten, so wie man sie hier sieht. Und zwar ist das eine Risopalplattenbeschichtung, die 1955 so hergestellt wurde. Und in diesen Farben haben wir sie jetzt auch wieder hergestellt, weil diesen Teil der Milchbar werden wir im Zeitschnitt 1955 präsentieren. Zwischendurch war auch eine kupferfarbene Fassung. Das war in den 80er Jahren. Da waren auch die entsprechende Ausstattung der Milchbar in Kupfer und Eiche rustikal gehalten. Also ganz anders, als man sie vorher und nachher kannte. Und diese Farbschicht ist aber so dünn gewesen, dass wir sie nicht halten konnten. Wir haben es dokumentiert, aber werden es nicht in dem Zustand hier präsentieren, sodass wir praktisch den ersten und den letzten Zustand hier in der Milchbar zeigen werden.